Bereits seit Anfang Mai liegt Heinz Hönig in kritischem Zustand im Krankenhaus. Neben schwerwiegenden Herzproblemen kämpft der beliebte Schauspieler mit einer durch eine bakterielle Infektion zerstörten Speiseröhre, die vor wenigen Tagen entfernt werden musste. Nach dieser riskanten Operation zeigte sich seine Ehefrau Annika Kersten Hönig zunächst wieder zuversichtlich hinsichtlich seines Gesundheitszustands. Doch nun teilte sie in einem aktuellen Gesundheitsupdate mit, dass sich der Zustand von Heinz Hönig erneut verschlechtert hat und eine dringend benötigte Operation an der Aorta daher verschoben werden musste. "Es ist eine schwere Zeit für uns", sagte Kersten Hönig. Das besorgniserregende Update gab Kersten Hönig in einem Interview mit der RTL-Nachrichtensendung Punkt 7. Heinz Hönig hat in seiner langen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert und ist vor allem durch seine Darstellung in Das Boot bekannt geworden. Seine aktuelle gesundheitliche Situation hält die Öffentlichkeit in Atem. Fans und Freunde hoffen auf eine baldige Besserung seines Zustands.